Herr Schmidt, Sie haben heute Abend hier am IFO-Institut was erzählt über den Sachverständigenratsbericht, unter anderem unter dem Titel die Herausforderungen meistern, sozusagen die Herausforderungen der Zukunft meistern. Unter anderem haben Sie gesagt, die Konjunkturentwicklung ist sehr schlecht. Was ist Ihre Vorhersage? Naja, wir müssen erst mal sagen, der Aufschwung, der uns die vergangenen 10 Jahre durch die Zeit getragen hat, der ist jetzt erst mal vorbei. Wir haben keine Rezession im Augenblick. Es ist auch nicht wahrscheinlich, dass wir in eine Rezession eintauchen, aber es ist schon ein klarer Abschwung. Wir werden Wachstumsraten von 0,5% dieses Jahr, 0,9% nächstes Jahr ungefähr haben. Das ist unsere jeweilige Punktprognose. Das heißt, wir nähern uns wieder von oben dem Produktionspotenzial, den Pfad, den wir eigentlich schon ein paar Jahre überschritten haben. Was ist erstmal keine tolle Nachricht, das ist auch nicht die große Katastrophe. Das Entscheidende ist jetzt, was man mit der Situation anfängt. Und da kommt unser Titel ins Spiel, den Strukturwandel meistern. Also muss man da nicht auch direkt ein Konjunkturprogramm machen? Das wird doch vielerorts gefordert. Deutschland soll mehr Geld ausgeben als Staat. Naja, erstmal ist es so, was wir an konjunktureller Abschwächung sehen, ist also nicht übermäßig stark. Ja, natürlich, wir würden gerne mehr sehen. Das Produktionspotenzial, also das, was so jenseits konjunktureller Schwankungen pro Jahr dazukommt, ist so 1,2, 1,3% real. Mit einem halben Prozent sind wir natürlich deutlich drunter. Das ist keine gute Nachricht, aber es ist kein Anlass für ein Konjunkturprogramm. Wir haben in Deutschland eine sehr starke Betonung von sogenannten automatischen Stabilisatoren, also den Lohnersatzleistungen für diejenigen, die ihre Arbeit verlieren, dem Rückgang der Einkommensbesteuerung relativ schwachen wirtschaftlichen Zeiten, sodass also die Kaufkraft in der Bevölkerung verbleibt. Diese automatischen Stabilisatoren sollte man wirken lassen. Also ein gezieltes, diskretionäres Konjunkturprogramm, das häufig sowieso nicht gut funktioniert, brauchen wir nicht. Aber das Entscheidende ist, es sind eben nicht nur zyklische Faktoren, die hier eine Rolle spielen, sondern es sind auch strukturelle Herausforderungen. Und welche wären das? Welche würden Sie als erstes angehen? Sagen wir mal, Sie wären der neue Kanzler unter den nächsten 4 Jahren. Also ich denke, die großen Herausforderungen unserer Zeit, die liegen einerseits in denjenigen Dingen begründet, die wir selbst aus eigener Geschichte heraus entwickeln. Den demografischen Wandel habe ich da im Blick. Also wir werden eine alternde Arbeitsbevölkerung sehen. Viele Menschen werden in den verdienten Ruhestand gehen. Aber dagegen kann man doch gar nichts tun. Dagegen kann man erstmal als Phänomen relativ wenig tun, aber man kann an anderen Stellschrauben drehen, sodass das, was an Wirtschaftsleistungen aus weniger Köpfen heraus generiert wird, trotzdem noch ansprechend wächst. Und genau das ist die Aufgabe. Aber darüber hinaus ist eben der Strukturwandel auch ohne dieses oder jenseits dieses Phänomens zu bewältigen, der durch die Digitalisierung kommt. Wir wollen natürlich teilhaben als Volkswirtschaft an dem Wertschöpfungszuwächsen der Zukunft, an Wohlfahrtsgenerierung der Zukunft. Und das geht nur, wenn man die digitale Welt auch tatsächlich beherrscht, wenn man sie umarmt, wenn unser Arbeitsmarkt, unsere Arbeitswelt sich verändert. Hier sind vielfältige Wandlungsprozesse zu durchlaufen und das muss man umarmen und nicht versuchen abzuwenden. Und natürlich gibt es dann noch die globale Dimension, zum Beispiel den globalen Klimaschutz. Hier sind riesige Herausforderungen, die das nächste Jahrzehnt charakterisieren und die allesamt als Paket angegangen werden müssen. Vielen Dank. Gerne.